Hallihallo und willkommen zu einer neuen Runde Factorio. Am frühen Morgen um 6 Uhr. Ja, ich habe es auch endlich vollbracht. Das neue Mainboard ist eingebaut und es hat ja nur mal so eben 3 Tage gedauert, dass es überhaupt richtig lief und pipapo. Aber na gut, es tut's nun. Mit der schönen Grafikkarte, das war auch wieder so ein Graus, weil meine Grafikkarte hat immer so ein Rotlicht gemacht und nö, ich will nicht und sonst was. Und dann, ja, im Handbuch steht ja nicht mehr allzu viel, aber durchaus haben sie da irgendwie eine Technologie eingebaut, um Interferenzen runter zu pegeln und sonst was, schreiben aber selbst rein, dass man diese Technologie ausschalten solle, damit das Board besser läuft. Eine tolle Sache. Ja, dieses habe ich dann auch getan und siehe da, auf einmal will die Grafikkarte auch wieder ihren Strom kriegen. Ja, fand ich nämlich auch mal sehr erschreckend, dass auf einmal die Grafikkarte sagt so, nö, ich gebe kein Signal mehr aus und mach irgendeine rote Diode an, also Licht, und mecker einfach mal rum. Aber na gut. So, Windows und so weiter musste ich auch komplett neu machen, natürlich, warum auch nicht. Und dementsprechend muss ich leider sagen, sind die kompletten Spielstände und so weiter alle verschollen, sie sind kaputt, leider. Ich habe zwar irgendwie noch ein Backup gemacht und pipapo, aber pff, ja, fragt mich, sie sind weg. So. Aber damit wir nicht komplett von vorne anfangen, und es ist ja im Grunde auch nichts passiert, also jetzt vom Spieltechnischen her gesehen, und so, dass wir jetzt irgendwie tot gewesen wären oder irgendwas, habe ich nun einfach eine neue Map generiert quasi und würde sagen, wir machen an dem Punkt relativ weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar seht ihr schon, sind wir beim Technologiestammbaum, bei Logistik der ersten, ja, überhaupt. Und ich habe zuvor jetzt schon quasi, damit wir Fabriken bauen können und so weiter, man sieht es ja ganz unten, ne? Automatisierung, das was wir schon hatten, und jetzt auch die Logistik wieder mit den unterirdischen Fließbändern, Verteilern und so weiter gemacht. So, also von daher sind wir von dem Standpunkt genauso weit wie vorher. So. Jetzt muss ich mal so machen. Ja, qualmen tue ich vorher wie nachher auch. Ich danke übrigens allen, die eine kleine Spende natürlich entrichtet haben und mir damit sehr gut geholfen haben, dass ich mir wirklich dieses wunderschöne Mainboard überhaupt leisten konnte. Ist übrigens auch wieder ein MSI. Ich hatte ja vorher das P35 Neo F drinne. Für alle diejenigen, die es interessiert. Die können ja auch gerne mal schauen, wann das Ding so produziert wurde. Das war irgendwann Anfang 2000. Und ja, jetzt habe ich ein G41MP33 Combo drinne. Und es läuft noch mit dem alten DDR2 RAM und dem alten Quad-Core und einem Pipapo. Leider ist es ein M-ATA-X. Was ich leider so ein bisschen schade immer finde. Da muss ich nämlich auch gucken mit der PlayStation und allem. Ja, weil zwar habe ich einen PCI-Slot noch an diesem Board, aber ich kann da keine Soundkarte noch hinstecken, weil sonst der Lüfter von der Grafikkarte verdeckt ist zu ungefähr 70% oder so. Und das würde ich auch keinem empfehlen, das wirklich zu tun oder vorzuhaben. Weil dann hat man eigentlich ein riesen Monsterproblem. Allerdings, was hast du hier für Probleme? Darf ich das mal wissen? Du hast 3 Tränke voll. Du hast 2 Tränke voll. Ach, ich forsche ja gar nichts. Ha! Leute, man muss sich auch was auswählen, ne? Was denn als nächstes erforscht werden solle. So, Elektrotechnik. Jawohl.
Die nehmen wir doch. Ich glaube, das hat. Nee, wir waren sogar schon so weit bei Elektrotechnik, oder? Es könnte sein. Aber ich wollte jetzt auch nicht zu weit vorgreifen. In dem Sinne, ich habe jetzt nur so die absoluten Grundlagen hingebaut quasi. Und ihr seht schon, ich habe mal ein bisschen anders angefangen. Und zwar, ja, lasse ich quasi das Ganze in die Öfen reinpacken, so wie ich es auch am Anfang mal gesagt hatte, nur eben mit diesem Kohlenabbau-Ding hier. Hab ich das nicht irgendwo noch rumfliegen? Hallo? Ah nee, das steht eben da oben. Moment. Lululululu, da rennen wir erstmal quer über die Map. Wir sehen schon, wir haben eine Menge Bäume im Weg. Jawohl, wie immer. Ich liebe diese Bäume. So, und hier, genau das meinte ich eben am Anfang, was mir so ein bisschen selbst aufgefallen ist. Moment mal, der kann das ja direkt in eine Kiste packen, dann kann das auch direkt in einen Ofen packen. Also entweder hab ich einen an der Waffel oder mein Monitor der rechte. Hast du da irgendwie eine andere Auflösung, eine Optik? Also normalerweise blinkt das Schild rot. Ich hoffe, das ist nach einer Aufnahme auch so. Und nicht, dass das Bild da grau ist. Naja, egal. Sonst Bild haben wir ja. Und alles. Dann muss ich dann nochmal gucken, dass ich das irgendwie nochmal irgendwie umgestellt kriegen. Aber eigentlich ist das wie immer gestellt. Also, Gut, da musste ich natürlich auch alles neu installieren, machen, tun, pipapo, damit das überhaupt funktioniert. Ich muss auch noch Magix installieren und. Damit ich auch wieder wirklich Videos bearbeiten kann. Momentan habe ich jetzt nur den Open Broadcaster und sowas installiert. DirectX 9 übrigens auch für ältere Spiele wieder. Det 11er, Det 10er ist irgendwie dazwischen. Keine Ahnung. Entschuldigung. Ich weiß, manche mögen dieses Geräusch nicht. So. Und ist ja auch nicht so schön. Ich versuche es mir auch wieder abzugewöhnen. Ja, aber man muss schon eine Menge wieder installieren, wenn man mal so ein blödes System komplett neu macht. Vor allem, wenn man es so jahrelang hatte, was man nicht alles für ein Klumpatsch irgendwie da drauf hat, ne? Also, was sich über die Jahre angestaut hat, das ist Wahnsinn. So, aber ja, das soll jetzt nicht Thema sein, aber sagen wir mal so, das merkt man auch immer, wenn man zum Beispiel umzieht oder sowas. Von einer kleineren in eine größere Wohnung. Dass man die große, das war bei uns damals irgendwie mal so, oder mal, ja, da hatte ich so eine Einzimmerwohnung und dann bin ich halt hierher gezogen und ja, 2,5 Zimmer. In dem halben Hause ich. Wie schön. So, und ja, da ist es wirklich so, dass das man sich teilweise wirklich wundert, so nach dem Motto, Mensch, okay, ich habe zwar natürlich eine Küche mit einem kleinen Tisch drin und sonst was, der fungiert jetzt im Gemeinschaftszimmer als Esstisch so ungefähr, was da ja in der Küche auch schon vorher getan hat. Ja. Und aber trotzdem, die ganzen Schränke, die man auf kleinsten Raum gestellt hat, passen dann auf einmal so ausreichend gerade so für eine ganze Wohnung. Ja, und man sagt so, okay, das sind jetzt 1,5 Zimmer mehr. Aber gut, da ist jetzt auch mehr Platz zwischen den Schränken und sonst was, ne? Aber trotzdem, also wie gefercht hat man stand. Naja. Eine gut, das ist jetzt auch schon alles ein bisschen länger her mit dem ganzen Umgezieher und so. Ja doch. Naja, gut. So, hier oben haben wir übrigens Kohle. Das ist übrigens auch immer sehr schön, dass man sich so richtig große Kohlenfelder sucht. Und sowas. Also ich muss sagen, hier hatte ich auch, muss ich sagen, gespawnt bin ich eigentlich. Da unten bei den Pfützen links, so ungefähr. Also hier so. Ist zwar auch schön, in dem Sinne. Aber ja, vielleicht werden wir da auch nochmal hingehen.
und das weiterbauen und machen und tun. Und ihr seht schon, wir haben schon ein bisschen der Map erforscht. Da oben ist so ein bisschen Würmgedöns. Und ihr seht schon rechts auf der Map, da haben wir schon mal eine Base. Also irgendwie alles, was hier rot ist, auf dem einen Monitor ist nicht rot auf dem anderen. Hallo? Verstehe ich jetzt nicht. Ach, warte mal, kann das an dem Gamma liegen? Ich versuche jetzt mal während der Aufnahme was umzustellen. Das wird irgendwie bestimmt toll. So, und zwar bei der Game-Aufnahme Alpha Blending aktivieren. Nö, es bleibt grau. Schade. Ja, nee, das wollten wir jetzt gar nicht. Warum? Gut, Bildstrecken etc. Okay, alle pipapo, aber... Vielleicht liegt es an, aber trotzdem, dann wäre das Rot heller rot. Ich verstehe das nicht. Weil, es ist euch bestimmt auch schon mal irgendwie aufgefallen, dass viele Aufnahmen und so weiter einfach mal so ein bisschen arg düster sind. Das liegt an den Aufnahmerei quasi selber. Ach, guck mal, da hinten ist ja auch noch mehr rot. Okay. Und vor allem hier unten haben wir eine richtig dicke, fette Base von den lieben Einwohnern hier. Ja, da werden wir bestimmt auch Spaß mit haben. Vor allem, wenn wir hier mal größer werden oder so. Ja, da müssen wir gucken. Da oben ist ja auch noch unerforscht und so weiter. Aber na gut. Da müssen wir dann halt alles mal schauen. Und schauen, dass die Viecher nicht so schnell aggro werden und sonstiges. So, aber wie gesagt, ich habe es momentan so erstmal gebaut, dass sie wirklich in die Öfen packen. Diese riesen Linie nach oben quasi. Juhu, wir haben die nächste Forschung abgeschlossen. Automatisierung 2, wunderbar. Dann können wir nämlich die größeren Fabriken bauen mit den Modulen. Das ist auch nicht schlecht. Sodele. Und zwar diese riesen, dieses Riesenfließband endet quasi hier oben. Und zwar an diesem wunderschönen Dampfmaschinen-Stromgenerator. Und ihr seht schon, das Problem ist halt, dass wir da oben zwar Wasser haben, aber die Strecke bis dorthin, zum Beispiel, habe ich jetzt mit unterirdischen ja, Rohren, einer Pipeline so ungefähr, ja, durchgezogen, wo dann nur noch so Bückelchen rauskommen, damit man auch hier schön links und rechts und hoch und runter laufen kann. Ja, und das Ganze hat natürlich ein bisschen arg gedauert, muss ich sagen. Zudem habe ich auch wirklich nur diesen einen